Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute feiern wir den 10. Geburtstag von Star Stable, der eigentlich schon gestern war, aber gestern hatte ich ja keine Zeit. Und ich zeige euch alles, was ihr über das 10. Geburtstagsupdate von Star Stable wissen müsst und alle Neuigkeiten, die es darüber gibt. Eigentlich wollte ich ja heute den Stream machen, aber es wird zeitlich leider ein bisschen knapp, deswegen muss ich ihn leider auf morgen verschieben. Aber dann kommt er auf jeden Fall. Und hier sieht man schon mal dieses wunderschöne Bild mit Evergrey auf dem Dach und dem kopflosen Reiter. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Und das haben wir ja schon ein bisschen im Stream analysiert. Und ja, aber als allererstes mal Happy Birthday, Star Stable. 10. Geburtstag. Ohne euch, unsere Spieler, hätten wir diesen Meilenstein niemals erreicht. Wir sind alle unseren Spielern sehr dankbar und wir sind einer Meinung, dieses Jahr sollt ihr die Geburtstagsgeschenke bekommen. Und was wäre ein Geburtstag ohne eine Party? Siehe auf unserer Eventseite zum 10. Geburtstag nach welche Festlichkeiten dich dieses Jahr erwarten. Und nächste Woche gehen dann die Geburtstagsfeierlichkeiten weiter. Aber bevor wir uns nochmal die Eventseite anschauen, schauen wir uns erstmal hier noch alles an. Und zwar gibt es sehr viele Geburtstagsgeschenkpakete mit sehr coolen Sachen. Also, wir feiern den 10 Jahre im Sattel. Ohne euch, unsere Spieler, hätten wir diesen Meilenstein niemals erreicht. Um dieses bedeutsame Ergebnis zu feiern, haben wir dieses rappelvolle Geburtstagsgeschenke-Pakete gepackt. Und zwar gibt es Starcoins-Pakete, einmal die Zeitung-Pakete und ein Monat Starrider-Pakete. Und zusätzlich gibt es noch Doppel-Starcoins-Event, das bis zum Montag, den 20. September, um 16 Uhr geht. Also das ist wirklich sehr cool, weil normalerweise ist es ja immer am Wochenende, aber dieses Mal ist es einfach schon seit gestern. Also das Doppelte an Starcoins. Das gibt einmal das 500 Starcoins-Set, wo man dann 1000 bekommt mit dem Party-Set, also den Hüten, dem Luftballon und so. Dann das 1000, wo man dann 2000 bekommt, hier mit dem Retro-Set. Die ganzen Sachen bekommt man gratis. Und dann das 2000, wo man 4000 Starcoins bekommt mit dem Retro-Set und dem Party-Set, also beiden hier. Und dem 5000, wo man das Retro-Set, das Party-Set und die Geburtstagskatze bekommt. Und 10.000 Starcoins. Also, wenn ihr euch Starcoins holen wollt, dann macht es jetzt, weil es ist Doppel-Starcoins. Und ihr bekommt noch diese Sachen gratis. Also, das lohnt sich schon auf jeden Fall sehr. Dann gibt es nochmal ein einmaliges Zahlungsgeburtstagspaket. Und zwar einmalige Zahlung heißt, dass ihr nie wieder für Star weiter bezahlen müsst. Ich bin ja zum Beispiel auch Lifetime. Und ihr bekommt als Bonuszubehör, bekommt die Geburtstagskatze, das ist ein lustiges Party-Set. Und noch den, zum Beispiel hier Fripps Ohren und noch ein paar andere Sachen, die ihr hier seht. Verschiedene Ausrüstungsteile, Starcoins, die Katze, Fripps Ohren, den Hut, den Luftballon und 1200 Starcoins. Und das, ihr müsst nie wieder was bezahlen. Dann gibt es noch das Ein-Monats-Geburtstagspaket, wo ihr einen Monat in den Starrider seid, 100 Starcoins bekommt pro Woche. Und das Zaumzeugset im Salbeistrauchbraun. Hier den Mondlicht-Magiefuchs, den man beim Eiler bekommen hat, der ja schon weg ist. Und die Partyhüte bekommt man, also auf jeden Fall auch cool. Und das Angebot endet am 12. Oktober 2021. Und manche Sachen, die hier in den Sets drin sind, kann man erst ab Level 9 nutzen. Aber jetzt kommt ja das, worauf die meisten wahrscheinlich schon gewartet haben. Und zwar gehen wir jetzt auf die Eventseite zum 10. Geburtstag, wo man sehr viele Infos hat. Und ja, als erstes ist hier erstmal Konfetti, Evergreen immer noch auf dem Dach. Und hier unten kann man sich den Song Celebration anhören für alle, die das wollen. Und hier haben wir die Aufteilung, die Gliederung. Und wir fangen mal an. Feiert mit, bereitet zum Eventbereich in Moorland und feiert mit uns, zündet Feuerwerk, spielt auf der Bühne, holt einen leckeren Kuchen für euch und eure Pferde und kauft euch in Mel's Kostümshop coole Dekoration. Die Tanzlaune wird bei dieser Nonstop-Party von DJ Kay und der Stiftet. Kommt vorbei, wann ihr wollt. Und dann gibt es noch das kostenlose Geburtstagspferd, das Seelenross. Sprecht mit Gary Goldson und holt euch euer kostenloses Seelenross. Ein Urpferd mit wunderschönen blauen Augen und einer zweifarbigen Mähne.
Und wenn ich mich nicht täusche, sind das hier alle vier Soul Rider Zeichen hier: Stern, Sonne, Blitz und Mond. Auf jeden Fall sehr detailliert. Sprech mir im Geburtstagsmädchen im Partybereich, um die Jagd nach den goldenen Hufeisen zu starten. Bringt ihr genug Hufeisen und sie wird euch mit Gegenständen aus dem Pandoria Geburtstagsset belohnen. Noch mehr Abenteuer erlebt ihr auf der Quiz-Tour, auf der ihr weitere 7 Gegenstände bekommt. Also sehr viel Gratis-Kram, was sehr cool ist. Dann bekommt man nochmal extra EP bei den täglichen Rennen, bei denen man jeden Tag zusätzliche EP verdienen kann, bis zum Ende der Feierlichkeiten, also in 4 Wochen. Seht euch jeden Tag die Renntafel im Partybereich an, um herauszufinden, wo das Event des Tages stattfindet. Schaut vorbei, sprecht mit dem Geburtstagsmädchen und los! Dann können wir auch noch einen Ausflug mit Rania, Madison und Everway machen und mit ihnen Jorvik erkunden und genießen und mit ihnen sprechen, dass sie ihnen auf eurem Pferd sitzen, wie man hier so schön sieht. Und dann könnt ihr sie auch später dahin zurückbringen, wenn ihr nicht mehr wollt, dass sie auf eurem Pferd sitzen. Und dann schauen wir uns noch mal kurz den Geburtstagsbereich an. Und zwar ist das hier der Geburtstagsbereich in Morland, wo auch das Midsommerfest stattgefunden hat. Und hier könnt ihr zum einen Kuchen kaufen, auf der Tanzfläche tanzen und das Feuerwerk anzünden. Dann könnt ihr hier mit den Leuten sprechen und mit zum Beispiel hier Madison und den anderen. Bei Mel könnt ihr dann hier die ganzen Geschenke kaufen, um Partyhüte und sonstige Sachen. Außerdem könnt ihr hier oben noch mit Evergrey und ein paar anderen Leuten sprechen. Und ihr habt hier Picknickmöglichkeiten mit euren Freunden oder eurem Club, könnt mit vielen verschiedenen Leuten sprechen, habt hier noch einen Shop, wo ihr einen Kuchen kaufen könnt. Hier ist die Renntafel und hier das, auf was die meisten schon reiten, nämlich das Seelenfrost. Warte, wo ist das? Sorry. Hier ist es. Und da habt ihr die festen Verantwortliche, die das alles regelt hier. Und hier ist es, das Seelenrost, was wir im Stream auch uns ergattern werden. Und ja, auf jeden Fall, also ist alles sehr schön geschmückt, auch in Moorland. Und alles sehr schön feierlich. Weiter geht's, denn das war noch lange nicht der Rest. Dann haben wir hier noch die Geschenke. Und zwar gibt es einen, den ersten Geburtstagscode. Und zwar, wenn ihr hier, ist es ein Geburtstagsballon. Und ihr bekommt ihn mit dem Code Ready to Party 10. Und wenn ihr hier draufklickt, dann könnt ihr ihn direkt einlösen. Und dieser Geburtstagscode ist bis zum 12. Oktober 2021 gültig. Hier seht ihr noch alle Daten, wann man die nächsten bekommt. Am 17., also morgen, am 22.9., 24.9., 29.9., 1.10., 6.10. und 8.10. Und hier seht ihr nochmal die exklusiven Starbucks Geburtstagspakete, die auf jeden Fall sehr cool sind. Zum einen wegen den Frippohren hier und hier dem Luna Fuchs, aber auch sonst sehr cool. Und die limitierten Starcoins-Angebote. Und je weiter wir runterkommen, desto spannender wird es. Denn Star Shine Legacy ist wieder da. Und für die, die es noch nicht wissen, Star Shine Legacy ist sozusagen der Vorreiter von Stable Online. Auf jeden Fall ist das ein CD-ROM-Spiel, auf das sehr rar ist. Und auf jeden Fall erzählt das so die Hintergrundgeschichte der Fusion Rider und man kann dann alte und neue Charaktere treffen, alles in alter Grafik, aber ich wollte schon länger mal aufnehmen und habe da schon auch schon ein paar Sachen vorbereitet, aber es ist ja jetzt umso besser, dass man es jetzt hier in dem Browser spielen kann. Ihr müsst nur hier auf den Button klicken und schon kommt ihr hier hin. Es ist auf jeden Fall sehr cool, dass man das jetzt endlich spielen kann. Und dann öffnet sich hier eine neue Seite und schon seid ihr mittendrin und könnt hier auf eines der Klicken. Dazu werde ich auch nochmal ein extra Video machen. Und ja, das ist auf jeden Fall mega cool, dass man hier die Hintergrundgeschichte von denen nochmal mit
begleiten kann. Dann ist, wie gesagt, hier der Song Celebration, den man sich anhören kann. Und hier noch ein Video. Und das war's tatsächlich von dem Update. Hier ist es auf jeden Fall mega cool. Es kommen ja auch, es enthält sehr viele gratis Sachen. Und es ist ziemlich groß, was ich auch sehr schön finde. Und das werden wir alles erkunden, wenn wir den morgen streamen werden. Und vergesst nicht, die Codes einzulösen. Jetzt ist gerade schon nur eine draußen, aber morgen kommt ja der zweite raus. Und dann mache ich auf jeden Fall ein Video zu. Und dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt, wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffentlich nehmt ihr es mir nicht so übel, dass ich heute dann doch nicht streame, also wäre sonst alles zu knapp geworden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, genießt den Geburtstag und nochmal alles Gute zum Geburtstag, Star Stable. Ciao, ciao.